Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafie, euer Let's Play in das Kaninchen. Und oh mein Gott, die Gackastrophe, sie wird schlimmer. Die Hühner sind jetzt sogar in der Kanalisation von Neverwinter. Und da müssen wir jetzt hin in einem limitierten Gewölbe, Gefiederkanäle. Bis zum 15. April können wir an dem neuen Gewölbe teilnehmen. In der Kanalisation unter Neverwinter scheint etwas nicht mit rechten Federn zuzugehen. Sprecht mit Earl, dem Hunomanten, um mehr zu erfahren. Das tun wir doch. Earl! Ah, hier haben die Hühner nichts zu lachen. Einige meiner Hühner sind weg. Zuerst dachte ich, sie wären einfach nur aus dem Stall geflattert. Doch die Wachen haben mir gesagt, dass sie ein Gackern in der Kanalisation gehört haben. Irgendwer glaubt mir die Hühner. Bitte, ihr müsst herausfinden, welcher Downer dahinter steckt. Ein Hühnerdieb? Ein Fuchs vielleicht? Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Danke für diese nützliche Information. Das nehmen wir natürlich an und damit begeben wir uns doch in das neue Ereignisgewölbe. Unheimliche Kanäle. Level 40 braucht man dafür. 30 Minuten und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, versucht es nicht alleine. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Es wird natürlich, glaube ich, relativ schnell. Vielleicht sollte ich mich als Heiler. Ich muss mich nicht als Heiler eintragen. Es ist auch, seht ihr, es gibt keine Gruppenanforderungen. Und ihr werdet auch sehen, warum es keine Gruppenanforderungen gibt. Kriegen wir es hin? Dass wir eine Gruppe zusammenbekommen? Dankeschön. Wir sind Huhn! Abracadabra! Ihr sucht nach mir, so werdet nun ein Federtier! Ein Federtier? Wir sind ein Huhn! Wir sind ein Huhn und guckt euch das an! Und holt mich! Macht euch nicht ins Federkleid! Die Respawn-Punkte sind hier. Kleine Nester, wir sind halt hier jetzt gegen Lakaien, die halt richtig viel Lebenspunkte haben. Wir machen 10 Schaden. Ist völlig egal, wie gut wir geskillt sind. Wir machen halt einfach keinen Damage. Wir sind alle Standardhühner. Das können wir aber ändern, weil als Standardhuhn hat man ja als Special-Fähigkeit, dass man dieses, wir können ja jetzt hier. So, und jetzt können wir nämlich eine Klasse aussuchen. Okay, du hast jetzt, du hast Heiler. Du hast beide aufgenommen, auch gut. Okay. Aber so können wir die Klassen aufbauen, dass wir halt einfach sagen, wenn wir diese tägliche Kraft auswählen, kommt das Futter, was die Farbe hat, und dadurch entscheiden wir, welche Rasse oder welche Hühnerform oder was auch immer, welche Klasse, Hühnerklasse wir haben wollen. Hat noch jemand seine Daily fertig? Wäre ganz knorke. Offensichtlich nicht. Vielleicht wissen die anderen das noch gar nicht, dass man mit der Daily das Futter rauspickt. Ich hab gleich mal die wieder fertig. Dann lasse ich die ganz kurz weggehen. Ich glaube, ich nehme das Feuerhuhn. Das haben wir nämlich noch nicht. Ja, das will ich. Feuer. Haha, ich bin ein Feuerhuhn. Ich bin Range-Charakter. Oh mein Gott. So. Ui. Flächenschaden. Pick, 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 pick. Sehr gut. Ist das was? Ist das Kacke? Nee, ist ein Fehler. Wer bist du denn? Gefiederte Gefahr. Oh, untote Hühner. Untote Hühners. Ihr sucht nach verlorenen Freunden. Sie würden euch zum Sterben. Flächenangriffe sind super. Ich verstehe jeden, der Flächen-DD spielt. Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Nein, ich möchte nicht angegriffen werden. Ich bin ein Range-Charakter. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Hühner-Nekromant. Und ihr könnt eure Klasse übrigens auch jederzeit wechseln, wenn ihr... scharrender Scheusale, du liebe Güte. Wenn ihr anderes Futter aufsammelt, dann wechselt ihr auch automatisch die Klasse, die ihr seid. Wenn ihr also merkt, dass ihr zu viele Damage-Healer habt zum Beispiel, zu wenig Heiler, dann könnt ihr da einfach wechseln oder Tanks. Aber momentan haben wir einfach einen Tank, einen... Oh mein Gott. Ein Heiler und ein Damage-Dealer und dann noch zwei normale. Oder ein Range. Die anderen machen ja auch Schaden. So
viele Hunas, so viele untote Hunas. Oh, da vorne ist irgendwas. Verstohlene Vögel. Ach, hier kann man... Die Klasse, jetzt könnte man... Ach, guck mal, jetzt kann man die Klasse auch nochmal wechseln, wenn man das möchte. Jetzt gucken wir mal schnell. Wir haben... Zwei Heiler, zwei Fernkampf... Das ist ein bisschen so viel Fernkampf... viel Heiler. Ach, jetzt können wir beim Boss. Herkömmliches Huhn. Also, warte mal, was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Heiler, zwei Range. Dann nehme ich mal das hier. Ah, ihr habt mich also gefunden. Ja. So werdet nun geschunden. Ach, Alter, dein Reimer. Oh, drei. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe vergessen, was meine Klasse kann. Schau mal das. Unsichtbar. Oh Gott, gute Eierbombe. Vorsichtig. Einen haben wir gleich tot. Sehr gut. Oh, was ist das? So. Nieder mit ihm! Nieder mit ihm! Die drei Lebenspunkte Schaden, die wir machen, das ist so lächerlich. Phantombolzen, was du alles kannst. Also hier lohnt sich auf jeden Fall, das Feuerhuhn lohnt sich sehr. Wegen Flächenschaden auch gegen seine untoten Hühner. Und das Heilerhuhn natürlich, um die temporären Lebenspunkte auch zu haben. Und um Heilung generell zu haben. Sonst immer nicht immer. Heilung. Nieder mit ihm! Pickt ihn tot! Ha! Tot gepickt. Entschuldigt, wenn meine Illusionen irreführend waren, doch sie haben ihren Zweck erfüllt. Oh, doch der Weg ist noch weit. Vielleicht kann mein kleiner Rover euch nun helfen. Rover? Bleib auf meine Schau. Was ist ein Rover? Was bist du? Blockende Bräuler? Wer ist Rover? Oh mein Gott, wieder. Oh mein Gott, sind das viele. Oh, Flächenschaden for the win. Wie ihr seht, auch unsere Begleiter kämpfen natürlich noch mit. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Wie viele Hühner sind das denn? Wie viele Untote? Schreit wer? Hallo? Oh, Kobold. Mehr Flächenschaden! Oh, da ist er gleich tot. Man sieht es sogar. Oh Gott, wir haben ja nur. Ich glaube, ich hätte auch mal einen Heiler nehmen sollen. Wir haben viel zu viele. Aber interessant, dass wir alle Feuervögel nehmen. Die sind scheinbar wirklich, also jedenfalls aus dem ersten, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt gerade laufe, ist das die OP-Klasse. Mit dem Heiler sogar. Mit dem Heiler. Ich gucke mich natürlich hier ein bisschen um. Ja, man darf ja nie vergessen, dass hier auch noch vielleicht Dinge versteckt sind, wie kleine Secrets. Oh, da ist er gleich tot. Komm her, komm her, komm her. Hör auf, die noch anzugreifen! Ah, das war tot.
Ah, interessant, man ist instant tot. Also es gibt keine Möglichkeit, einem aufzuhelfen. Sehr gut. Ich glaube, ich wechsle, wenn ich die Möglichkeit habe, wechsle ich auch auf Heiler. Zwei Heiler, drei Feuerhühner. Wohin geht's da? Wohin geht's da? Wohin geht es hier? Nirgendwohin, schade. Au. So, hier kann man wieder die Hühnerklassen wechseln. Da ist ein heilkundiger Henner. So. Oh, Hunas! Hunasbilders! Okay, du bist kein Hunabild. Knochen, das gehört eher nicht so zu Hunas, muss ich gestehen. So. Roter Rover, braver Gefährte, erspar diesen Hühnern keine Härte. Ne? Fähigkeiten, E ist mehr Schaden, Q ist Heilung, 1 ist temporäre Lebenspunkte. Über wen reden wir da jetzt eigentlich? Wer ist denn Rover? Der Mars Rover? Perseverance? Oh, Drache? Mini-Drache? Ein Taschendrache? Ein kleiner Taschendrache, wie süß! Oh, Feuer. Das ist süß. Au. Uiuiuiuiuiui, die Flammenzonen sind aber schon unangenehm. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Jetzt brauchen wir, genau, das ist eine gute Idee, rauslocken. Das ist ja auch gemein, die Heilung wird aufgeteilt. Ich heile eigentlich 6 Lebenspunkte, aber weil ich jetzt mehrere Leute heile... Heile ich natürlich nicht. Heile ich nur 3 oder irgendwie sowas. Oh Gott. Oh, einer ist schon tot. Ist so gut. Okay. Okay, lass mich mal. Ach Gott. Heilen ist echt anstrengend. Ach, man kommt einfach wieder rein in den Kampf. Das ist ja auch gut. Das ist gut zu wissen, dass man einfach in den Kampf reinjoinen kann wieder. Ja, Wurwo ist tot. Oh, warte mal, was ist das? Geht zum Spiel. Achso, so. Na, dann ab zum Spielrundenlauf. Seht ihr? Ich habe gleich mehrere Vögel. Du hast auf jeden Fall einen Vogel, das ist wahr. Das kennen wir doch aus dem Gambit des Illusionisten. Das ist genau das aus dem Gambit. Also, okay, das ist natürlich ein bisschen Recycling in diesem Fall. Alles sind Dungeons oder Maps, die man halt kennt. Au. Und auch das ist Gambit des Illusionisten. Ich habe gleich mehrere Vögel. Du hast einen Vogel, das ist wahr. Ja, werden sich jetzt wieder Leute beschweren, Gambit des, dass das sehr. Also, Gambit des Illusionisten und. Der untere Dungeon ist, oder die oberen Dungeons sind, glaube ich, in gewissem Rahmen recycelt aus den ersten Gebieten damals noch. Wie hieß es denn? Turmviertel? Das davor? Blackrock? Nee, Black, das allererste. Aber ich bin da ganz ehrlich, es ist ein kleines, Spaß, wenn sie haben es grafiktechnisch überarbeitet, dass es hier überall die das Heu und die Hühnerfedern und sowas haben und neue Gegner sozusagen mit den Hühnern und dem Mini-Baby-Drachen. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass es Map Recycling ist. Dann geht's auf gegen den gegen Luke. Das ist sogar, das macht sogar Sinn. Es ist Lucan. Dann macht das Sinn, dass wir im Gambit des Illusionisten sind.
Lucan der geflügelte Koch. Das ist Lucan der... Was? Sorry, Leute. Was? Also das... Ah, nee, Lucan... Ist der Lucan? Ich glaube, das war der wahnsinnige Magier. Hieß doch Lucan, glaube ich, oder? Der entsprechend im Gambit-Synonisten rumlief. Dementsprechend macht es Sinn, dass das hier natürlich auch sein Teile seiner Maps sind, logischerweise. Und... Die Hühner spielen Pen and Paper? Das ist das... Hört mal bitte auf, ich kann nicht. Das sind... Hühner, die Pen and Paper spielen. Da hinten steht wie hieß die? Die Taverne zum Purpurn und Wurm, oder wie die hieß? Vom Spielleiter-Event. Am Tage der Spielleiter. Alter, wie viel kleines... Oh, geil. Ja, da ist er auch, die Taverne zum Purpurn und Drachen, oder wie die hießen. Da steht auch nochmal. Ich werde euch in die Pfanne hauen. Was? Sorry, ich bin abgelenkt. Ich bin so abgelenkt. Das ist so cool, das letzte, also gerade die Map. Ich könnte, hier kannst du bestimmt so viele kleine Sachen auch sehen noch. Ich werde euch in die Pfanne hauen. Oh. Haha. Nächstes Mal werdet ihr federn lassen. Okay, das ist... Das ist so süß. Und was gibt's als Belohnung? Hühnerfedern und Vogelfutter. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man da noch mehr rausbekommen kann. Zwei Vogelfedern. Die Vogelfeder brauchen wir ja zum Beispiel für das Reittier, für die untote Riesenhenne und für den Ring. Da brauchen wir ja Vogelfedern. Vogelfutter mehr? Okay. Okay. Sehr, sehr cool. Okay, das ist... Jetzt ist die Frage, ob ich jedes Mal, wenn ich diesen Dungeon mache, ob ich dann die Vogelfedern bekommen könnte oder ob das auch nur einmalig für den ersten Tag ist. Aber das finden wir noch raus, indem wir das einfach mehrfach machen. Aber ich werde das nicht nochmal. Ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umgucken. Und schauen, welche Easter Eggs und welche Sachen hier noch so versteckt sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bock, bock. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!